Ja, brauchen Sie nur ein bisschen. Gut, Sie haben das Wort, Herr Kollege. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja vielleicht ein etwas sperriges Thema, deswegen auch für unsere Zuschauer auf der Tribüne und die Zuhörer draußen zunächst in einem Satz erläutert, worum es überhaupt geht. Das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission wird regelmäßig zum Ende des Kalenderjahres vorgelegt, skizziert dann das, was die Europäische Kommission sich im laufenden Jahr vornimmt. Und so lässt sich das für das Jahr 2018 unterteilen in jene Legislativvorhaben, Gesetzesvorhaben, die aufgrund der bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament noch bis Ende Mai 2018 auf den Weg gebracht werden müssen, damit sie dann auch tatsächlich noch bis 2019 umgesetzt werden müssen. Der zweite Teil des Kommissionsprogramms legt dann seinen Schwerpunkt darauf, was tatsächlich dann auch bis 2025 längerfristig umgesetzt werden soll im Hinblick auf die Fortentwicklung der Europäischen Union. Und diese Vorhaben, die die Europäische Kommission vorgelegt hat, verdienen auch grundsätzlich die Unterstützung der CDU-CSU-Fraktion. Da geht es um Themen wie beispielsweise die Vollendung der Sicherheitsunion, weitere Bekämpfung des Terrorismus, aber auch um einen Austausch in den Datensystemen, damit die Länder der Europäischen Union auch wechselseitig darauf zugreifen können. Es geht letztlich darum, dass wir die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch für die Strafverfolgungsbehörden verbessern. Es geht um Themen wie beispielsweise auch im Bereich der sozialen Gerechtigkeit, wenn wir hier eine europäische Arbeitsmarktbehörde einrichten wollen. Das geht nicht so weit, dass damit eine europäische Arbeitslosenversicherung verbunden wäre. Aber es soll eben auch gewährleistet sein, dass Jobangebote untereinander besser austauschbar und damit zugänglich werden. Die Freihandelsabkommen stehen auf der Agenda mit Japan, Singapur, den Mercosur-Staaten, um nur einige wenige zu nennen. Und ich kann jetzt natürlich auch aus Zeitgründen nicht auf alles eingehen, vor allem auch die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion. Und wir haben nun keine funktionierenden Ausschussstrukturen im Augenblick noch nicht. Aber mit Blick auf den Kalender nächste Woche sollte die Aufmerksamkeit schon auf einen Punkt gelenkt werden, nämlich dass wir nächste Woche nicht nur ein Eurogruppentreffen haben, sondern auch den sogenannten ECOFIN, also den Ministerrat der Finanzminister. Und dort wird eben auch auf der Tagesordnung stehen, dass eine Orientierungsdebatte, wie es genannt wird, geführt werden soll, wie der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, in einen europäischen Währungsfonds hinein überführt werden soll. Diese Debatte hat es durchaus in sich. Und ich glaube, es ist deswegen auch wichtig und richtig für die Bundesregierung, dass wir sehr frühzeitig darauf hinweisen, dass wir die Rechtsgrundlage im Artikel 352 AEUV, wie es etwas sperrig heißt, nicht als gegeben sehen. Es ist eine Art der Generalklausel, die die Kommission immer gerne dann heranzieht, wenn sie eine andere Grundlage nicht findet. Aber genau diese Generalklausel bedingt eines, nämlich dass wir eine Regelungslücke hätten. Und die ist hier nicht vorhanden. Ganz im Gegenteil, wenn man das eines Tages tatsächlich möchte, dass man den ESM in einen europäischen Währungsfonds überführt, dann geht das nur mit der Änderung der Verträge. Und da wird der Bundestag ein gehöriges Wort mitzusprechen haben. Ich verweise an dieser Stelle auch nur wiederum aus Zeitgründen auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Denn damals schon, als wir den ESM eingeführt und etabliert hatten, hatte in der Entscheidung und in der entscheidenden Verhandlung in Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht sehr genau Wert darauf gelegt, wie denn hier die Mehrheiten zustande kommen und ob jetzt hier im Sinne von Artikel 79 Grundgesetz eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Das kann zunächst dahinstehen, aber sie war eben damals auch getroffen worden. Deswegen können diese Dinge auch für die Zukunft nur mit einer verfassungsändernden Mehrheit eher im Deutschen Bundestag getroffen werden. Das auch ganz besonders vor dem Hintergrund der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung, die den Deutschen Bundestag trifft. Deswegen sei an dieser Stelle
schon heute sehr, sehr klar gesagt, auch im Hinblick auf die Debatte dann im ECOFIN nächste Woche, dass wir schon darauf pochen und auch darauf bitten, die Kommission darauf hinzuweisen, dass es mit dieser Generalklausel mit Sicherheit nicht getan ist, dass wir auf einer Vertragsänderung bestehen müssen. Und ich bitte auch, diese Position dann entsprechend in Brüssel zu vertreten. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Arbeitsprogramm der Kommission ist ambitioniert. Es ist gut, wie gesagt, in vielen Teilen auch unterstützenswert. Es wird aber auch nur dann funktionieren, wenn wir dann endlich eine handlungsfähige Regierung hier auch wieder in Berlin haben, damit auch hier wieder eines der europapolitischen Schwungräder steht. Ich glaube, da sind wir ganz besonders auch Europa schuldig. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Kriechbaum. Nächster Redner in der Debatte. Zu seiner ersten Rede gebe ich das Wort Johannes Schraps von der SPD-Fraktion.